Was mich gerade als erstes Wunder nimmt, ist, von wem lässt sich ein Spitzenkoch wie du am liebsten bekochen? Ja, schwierige Frage. Eigentlich von Freunden, die mich einladen und die sich nicht kompliziert darstellen beim Kochen. Und was lässt du am liebsten auftischen? Eigentlich alles, was sie zubereitet. Ich habe schon Sachen erlebt, wo man gesagt hat, ja, Spitzenkoch einladen ist heikel. Merke ich manchmal selber, dass man dann eben nicht so gerne eingeladen wird oder man trifft sich lieber auswärts. Aber so eine Episode, wo mir geblieben ist, bin ich eingeladen worden von einer Familie und die hat rein israelisch gekocht. Und was wollte ich dazu sagen? Das klingt fein. Ja. Jetzt bist du ja nicht als Spitzenkoch geboren worden, sondern es ist ein langer Weg dorthin. Vielleicht kannst du uns einfach jetzt so zum Start des Talks mal mitnehmen. Wie bist du aufgewachsen? Wie hat die familiäre Situation ausgesehen, wo du gross geworden bist? Also aufgewachsen bin ich auf einer Alp mit einem Stiefvater. Also meinen lieblichen Vater habe ich in dieser Zeit noch nicht gesehen. Und ich habe eine Schwester, die ist zwar 9 Jahre älter, ist aber bereits schon ausgezogen gewesen. Und eine liebe Mutter und eher ein bisschen abgelegen bin ich halt aufgewachsen. Und also auf einer Alp gross geworden, wie muss ich mir das vorstellen? Mit in die Schule gehen und so? Also Schulweg von Stunde, eineinhalb Stunden. Im Winter konnte ich nicht nach Hause, da durfte ich in einem Dorf bei einer Familie leben. Das war auch nicht ganz einfach für mich so als Jugendlicher. Und daheim war halt ein zerrüttetes Familie. Ein Vater, also ein Stiefvater, der meine Mutter geschlagen hat. Und ja, Sachen passiert sind, die eigentlich nicht so gescheit sind. Und vom Glauben war halt gar nichts drum. Hast du denn dort auch mitgeschafft auf dieser Alp? Oder wie war denn das? Ja, das Mitschaffen, das hat mich von jung her schon geprägt. Ich musste wirklich hart arbeiten. Im Nachhinein kann man sagen, ja, hart arbeiten ist sicher nicht ungesund, aber in dem Ausmaß ist es sicher nicht, ist es ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Hat mich aber stark gemacht für die Zukunft, die dann vor mir gelegen ist. Und du hast mal erzählt, dass so deine ersten Schritte in der Küche hast du auch eigentlich auf dieser Alp gemacht. Es hat noch eine Alpwirtschaft gegeben, wo du mitgeholfen hast. Ja, genau. Unter der Woche habe ich auf die Landwirtschaft geholfen. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag in der Alpwirtschaft, die wir betrieben haben, wo bei schönem Wetter ist mir einfach überlaufen worden. Das kennt man eigentlich auf überall. Und dort konnte ich meiner Mutter helfen in der Küche. Und ich denke heute zurück, dass das ein bisschen der Grundstein war für meine Laufbahn. Die Situation, die du angesprochen hast zwischen deinem Stiefvater und deiner Mutter, die ist dann zunehmend ja eskaliert. Und das hat dazu geführt, dass ihr von dieser Alp weggezogen sind. Und das war eigentlich wie so eine erste Wende, hast du mir auch gesagt, in deinem Leben. Du hast eine Lehre als Koch gestartet. Wie ist das gekommen? Ja, genau. Wir haben einmal die Gelegenheit gepackt. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, so geht es einfach nicht weiter. Und wir sind nach Uzwil gezogen. Und so hat eigentlich mein Leben dann ein bisschen wie neu gestartet, ohne Stiefvater. Und man hat sich dann überlegen, ja, was wollte ich werden. Ich hatte 2 Berufe so im Sinn. Das eine war Koch und das andere war Kaminfeger. Und zum Glück habe ich mich entschieden für Koch. Und ich habe eine gute Lehrstelle bekommen, auch durch Beziehungen im Kanton St. Gallen. Und das Restaurant hat zu dem Spitzenrestaurant gehört. Aber der Nachteil war, ich musste ein Jahr auf die Lehrstelle warten, hat die dann überbrückt mit einem welschen Aufenthalt. Und dann hast du die Kochlehre gemacht und nach dieser Kochlehre hast du gerade nochmal eine Ausbildung angehängt? Ja, nach dieser Kochlehre, ich war ziemlich gierig gewesen, nach Wissen und erfolgreich gewesen. Und ich dachte, was könnte man noch dazu lernen? Konditor war das eine, da hat mir aber nicht so Spass gemacht mit den Arbeitszeiten. Und ich habe mich dann gefragt, was gibt es einen Mehrwert für meine Kochausbildung oder für meine Zukunft? Habe mich dann entschieden, in einem Superhotel, 5-Sterne-Hotel in Zürich, habe ich dann meine Service-Ausbildung noch gemacht. Jetzt hast du in 2 Top-Locations Ausbildungen gemacht. Ich nehme an, nachher war dir der Weg offen, hast du eine Stelle aussuchen, wo du arbeiten konntest?
Das ist ja so. So im jugendlichen Leichtsinn denkt man dann, ja, wow, ich bin ja ausgerüstet und ich kann sicher Lohnforderungen verlangen, dass es klopft, oder? Und mein erstes Gespräch, wo ich dann auch mir eine Stelle gesucht habe, ist erfolgreich verlaufen, dank dieser zweiten Ausbildung auch, weil ich dann einen gewissen Rucksack mitgebracht habe von Fachkompetenz. Was war das für eine erste Stelle, wo du dann angetreten bist? Da kann ich sagen, das war Hirschelis. Und das war so eine Stelle. Und ich muss sagen, ja, die Location spricht jetzt nicht mich besonders an. Es ist völlig heruntergekommen. Aber auf dem Papier hat es anders ausgesehen. Mit der Hirschelis umbauen für 3,5 Millionen. Und das hat mir dann schon ein bisschen lustig gemacht. Und ich habe dort gestartet als Küchenchef. Und hast du einen super Vertrag bekommen? Ja, es ist dann weitergegangen. Ich habe dann als Küchenchef gearbeitet, bin dann intern befördert worden zum Geschäftsführer. Hat einen neuen Vertrag gegeben. Und ich denke, bei dem Vertrag hat mein Chef damals und ich nicht gewusst, was wir unterschreiben. Sondern ich bin beteiligt worden am Umsatz. Am Anfang, das tönt so ein bisschen locker. Aber wenn man denkt, am Umsatz, nicht am Gewinn. Also ich kann machen, was ich will. Ich bin ja am Umsatz beteiligt. Und das hat so stattgefunden und hat mir eigentlich als Jugendlicher ein Salär beschert, das für mich vielleicht nicht so gesund war. Weil wir haben, im alten System hat man 300'000 Umsatz gemacht. Und wir haben in der Kürze das Restaurant zu Nummer 1 gebracht und haben dann 2 Millionen Umsatz generiert. Ich bin jetzt nicht ein mega der Zahlenmensch, aber das tönt nach einem guten Deal für dich. Ja, es ist so. Es war wirklich zu viel gewesen. Ich habe gar nicht mehr gewusst. Ich bin ja sehr arm aufgewachsen und ich habe nichts mitbekommen. Und es hat einen Moment gegeben, wo ich gar nicht gewusst, wieso habe ich so viel Geld. Also, es hat mir Sachen erlaubt, ja, wo jenseits früher gewesen wären. Du bist relativ jung, hast Erfolg gehabt und auch gerade Geld. Wie alt bist du und was hast du mit dem Erfolg angestellt? Ja, willst du das wirklich wissen? Ja, ich war 24 und habe mich gesehen, mal einen richtigen Luxusschlitten zu haben. Ich habe dann auch einen gesehen, ins Auge gefasst. Das war dort mal absolute Mode und es hat ganz wenige gegeben in der Schweiz. Es war ein Toyota Supra Targa. Ich habe den Garagisten gesehen und habe dann gesagt, ja, das Auto würde mich reizen. Kostenpunkt, ich glaube, 70'000 Franken. Und der Garagist hat mich dann einfach so komisch angeschaut, so ja, 24-jähriger Schnösel. Ich müsste einfach eine Anzahlung machen, dass man da das Geschäft weiterabwickeln könnte. Und ich habe gesagt, da soll man doch Bankverbindung geben, dann überweise ich ihm einen grossen Teil gerade mal. Aber ich habe das Auto eigentlich toll gefunden, aber ich hatte andere Vorstellungen gehabt. Ich musste eine Lederausstattung haben, ich musste metallic blau haben, ich musste Targa haben, ich musste HHH. Und ihm ist nichts anderes überblieben. Wir sind dann zu der Firma Emil Frey, ist immer noch Generalimporteur von diesen Wegen gewesen. Und dort haben wir dann eigentlich mein Traumauto gefunden. Wo du dir dann auch gegönnt hast? Habe ich mir gegönnt, ja. Und mit dem bin ich dann voller Stolz heimgefahren zu meiner Mutter. Und wollte ihr den tollen Klapp vorführen und zeigen. Und da hat es noch fast einen Klapp an die Ohren gegeben, weil sie das Gefühl hat, ich wüsste nicht mehr, wie blöd sie umgehen mit meinem Geld. Der Erfolg ist weitergegangen. Es ist nicht bei dem einen Restaurant geblieben, sondern du bist weitergezogen und hast weiteren Erfolg gehabt. Wie ist es weitergegangen? Ja, eigentlich ist meine Erfolgsleiterin nur bergauf gegangen und ich habe auch mega viel investiert und ich habe wirklich Gas gegeben. Und am Schluss ist es so wie gewesen, dass ich 5 Restaurants hatte. Ich musste aber dann auch merken, dass eigentlich meine Leidenschaft Kochen ist dann ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Und ich war eigentlich nur noch ein bisschen Manager und Problemlöser gewesen, von Militärdienst, Schwangerschaften, Krankheiten und so weiter. Und musste immer schauen, dass überall alles ein bisschen rund läuft. Und das hat mir persönlich dann nicht so Spass gemacht und habe mich dann entschieden, weniger ist mehr.
und habe dann ein Restaurant am anderen wieder abgestoßen. Ist aber auch so gewesen, wieso habe ich so viele Restaurants gehabt. Es sind auch aus der Bankbranche, hat sich ein guter Freund entwickelt, dortzumal. Und der hat mich einmal gefragt, gesagt, du, alle sind am Derben, alle haben Probleme und du baust dir ein Imperium auf und bist von der gleichen Branche. Was machst du anders? Und, aber ich denke, es war Fachkompetenz gewesen, ja. Und der gibt es. Wo dazu geführt hat, dass du so gross geworden bist. Und nachher hast du jetzt gesagt, hast du wieder kleiner werden. Und dann kommt ja eigentlich ein ganz spezielles Restaurant jetzt in den Fokus. Das ist die Ilge. Ich habe da ein Foto mal mitgebracht. Können wir das vielleicht gerade einblenden? Nimm uns doch mal mit. Ja. Wie ist es dazu gekommen und wieso gerade Ilge? Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich habe meinen Bankfreund, hat im Bischofszelt gelebt und ich habe das Restaurant in St. Gallen oben gehabt. Und da habe ich ihn immer besucht, in Bischofszell. Und jedes Mal bin ich durch das Arneck gefahren und habe die Ilge gesehen und habe gesehen, dass eigentlich das Restaurant sehr schlecht läuft. Aber es eigentlich ein Bischof ist. Und wir haben dann also das zweite Mal gefachgesimpelt, der Bankkollege und ich. Und ich dachte, wem gehört das eigentlich? Das wäre doch noch eine Location, wo ein bisschen Portfolio würde passen, oder? Und haben wir dann nachgeforscht, haben wir dann herausgefunden, es war ein mega, soll ich mal sagen, wohlhabender Bauunternehmer gewesen, der das als Hobby umgebaut hat. Und ich habe ihm dann mal einen Brief geschickt und einfach ganz sanft angefragt, wenn es mal einen Wechsel gibt oder er in Begriff ist, mal einen Wechsel vorzunehmen, soll er doch bitte an mich denken. Und 3 Wochen später ist in meinem Restaurant, ist er gekommen essen, ich habe ihn aber nicht gekannt. Und ist einfach ein Visitenkärtchen auf einem Tisch gelegen, am Schluss, wo wir dann alle Tische abgeräumt haben, von dem Bauunternehmer. Und dann hat er mir geschrieben, die ganze Geschichte wäre sicher schön, am runden Tisch mal näher zu besprechen. Er hat mich eingeladen in Arneck und ich habe ihn auch besucht, ein gutes Gespräch gehabt. Und als ich dann in das Büro reinkam von ihm, hat mich fast erschlagen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist wie ein Multimillionär oder ein unglaubliches Büro mit Mahagoniholz und Ledersessel. Also es hat einem erschlagen. Und was ich aber nicht gewusst habe, dass ein Jagdhund unter dem Tisch ist. Ich habe den weder gehört noch gesehen. Und dann sagt mir, am Schluss von dem Gespräch sagt mir dann der Besitzer von der Ilge, wir können gut ins Geschäft kommen. Weil eins kann ich Ihnen sagen, Sie sind ein guter Mensch. Ich denke, ja, wenn er das sagt, ich würde es nicht behaupten von mir. Dann sagt er mir, unter dem Tisch sei ein Jagdhund und wenn ich ein schlechter Mensch wäre, hätte ich den schon lange laut gegeben. Ja, ich habe dann gedacht, erstmal nehme ich einen Serval mit. Ja. Das heisst, du hast nachher die Ilge, also dort angefangen zu kochen, dort wird er dort und hast Erfolg gehabt. Genau, wir haben einen Vertrag gemacht und für mich war es ein Vertrag, also nicht gerade so, wie ich dort in Lyse erlebt habe, aber auch ein Vertrag mit einem mega Mietzins, wo ich mir sage, ja, den musst du zuerst mal herbringen. Und ja, wir haben so Erfolg gehabt, dass wir eigentlich nachher haben wir ein paar Tausende Franken mehr Miete gezahlt, aber mit einem kleinen Prozentsatz darauf, also alles wirklich ehrlich gemacht. Und es ist ein riesen Erfolg geworden. Das ist noch das Restaurant geworden, wo meine Erfolgskarriere dann eigentlich dorthin geführt hat, wo ich dann gelandet bin. Es war auch die Location, die dazu beigetragen hat, die Lage, Parkplätze, alles zusammen. Aber natürlich ein super Team im Rücken, weil da hast du als Einzelspieler schiessest du auch keine Goal. Du hast eigentlich in dem Restaurant Ilge bis zu 17 Go Mio Punkte erkocht. Jetzt, ich bin Ratatouille-Filme-Schauer und viel mehr komme ich nicht raus. Vielleicht kannst du mir erklären, was hat es mit diesen Punkten auf sich und wie kommt man zu so Punkten und wie schwierig ist das, um ein bisschen einordnen helfen? Ja. Also auch ein Ratatouille kannst du auf 17 Punkte machen, also das ist kein Problem. Aber es ist, einerseits ist es sicher eine gute Fachkompetenz. Du brauchst eine gute Grundausbildung, dann hast du ein gutes Fundament. Und dann kommt das gepaart.
und da hat Gott mich wirklich gesegnet mit Kreativität. Und manchmal habe ich einfach fast zu viel. Es ist immer am Schaffen im Kopf, aber am Schaffen. Und ich muss immer aufpassen, dass ich das auch gut einordnen kann. Und mit einem Team zusammen ist das sehr gut gelungen. Und man muss abliefern. Und wir haben die Gomio-Punkte, das ist mal das eine. Aber man muss Freude haben am Ganzen. Und wie die Punkte entstanden kommen, ich meine, wir haben angefangen in Lies mit 15, dann in Ilgen mit 16, und dann ist der 17. Punkt gekommen. Es hat Leute gehabt, Gäste, die gesagt haben, einige sind beim 17. direkt vorbeigefahren auf den 18. Es ist alles wunderschön, aber es war eine Teamarbeit gewesen. Und wenn die Testessen kommen, haben wir nicht gewusst, wir haben auch nie irgendwelche finanziellen Mittel da irgendwie hergelegt, dass wir irgendwie bestechen. Aber ich hatte ein bisschen Begabung, je nach so Küchenbestellung, wenn der Küchenbau so gerettert hat, habe ich können sagen, Achtung, das könnte ein Testessen sein. Das habe ich aber für mich behalten und habe das nur meinem Küchenchef noch mitteilt. Sonst hätte ich eigentlich mein ganzes Team ja noch nervös gemacht. Und er hat dann aber auch so gesagt, ja, meinst du wirklich, ja, vielleicht täuschst du ja. Ich sage, ja, du, wir können es ein Jahr später mal anschauen, vielleicht steht ja das im Buch. Und wir haben uns das zweite haben wir uns das aufgeschrieben und haben den Bau weggetan. Und oft, wirklich oft, ein Jahr später ist das im Buch gestanden. Und hast du wie gemerkt? Gemerkt, es war so. Das gewisse Parfüm, das die haben, wenn sie kommen. Das ist so. Du bist also dort in der Ilge auf dem Höhepunkt vom Erfolg gewesen, irgendwo durch. Hat Gott eine Rolle gespielt zu dieser Zeit? Nein, absolut nicht. Da haben wir alles allein geschaffen. Gott hat da nicht mitgeholfen. Das ist schon so. Wir sind gottlos unterwegs gewesen. Oft haben wir auch gesagt, wir sind gottlos im Schü. Also wenn man sagt, im Schü, im Fachgarage sagt man dem, man ist im Seich, also man ist ein bisschen unter Stress oder noch ein bisschen mehr. Und wir haben uns sogar so weit zum Fenster rausgelehnt und haben so dumme Sprüche gemacht, wo man heute noch zu arbeiten gibt, wo wir da überhaupt nicht wissen, was wir sagen. Da haben wir neue Speiskarten entwickelt, neue Menü und haben gesagt, so Gott will, wird das erfolgreich werden. Und wir, heute würde ich fast sagen, wir Idioten haben noch gesagt dazu, Herren, und Gott wird wollen. Und wir haben uns ja quasi über Gott gesetzt. Aber das waren so Sprüche gewesen, wenn man ohne Gott lebt, wenn man einfach das Gefühl hat, wir sind die Besten. Um das auch zu erreichen, klar, man muss gut sein. Aber auch da im Nachhinein muss ich sagen, wir sind gesegnet von Kreativität. Und wenn du auf dem Niveau bist, hast du auch nur noch Leute um dich herum, die auf dem Niveau denken. Ganz so, ich sage jetzt 0815, lange teile ich nicht mehr. Das geht noch runter bis zum Lehrling. Du brauchst ja eine Mannschaft, auch wenn du mal krank bist oder du bist vielleicht abwesend, dann muss ja der Laden genau gleich weiterlaufen. Und da braucht es Leute, die gleich denken, die gleich angesteckt sind mit dem gleichen Fieber. Und die gibt es am Markt. Also das war nicht das Thema gewesen. Wir hatten Warteschlangen von Mitarbeitern, die zu uns kommen, die Lehre machen oder auch arbeiten. Heute würde es vielleicht auch etwas anders sein. Aber ich denke auch immer noch, die Spitzengastronomie heute hat auch immer noch gute Mitarbeiter. Du hast also jetzt gesagt, dass wie Gott keine Rolle gespielt hat in dem Erfolg. Du hast ja dann schlussendlich an die Ilge können kaufen und bist nachher mit 50 wie so ein bisschen auf einem Höhepunkt da gewesen. Und dann hast du dir einen Gesundheitscheck zum Geburtstag so ein bisschen geschenkt und das hat ja einiges verändert. Was ist dort rausgekommen? Ja, ich hatte einen langjährigen Hausarzt und mit 50 habe ich dann so einiges für mich gedacht, weißt du, jetzt hast du ein Restaurant, du hast eine Kochschule, du hast eine Produktionsfirma und so weiter. Eine gewisse Verantwortung. Wie gesagt, sieht es eigentlich aus mit deiner eigenen Gesundheit? Aber kein Problem, ich war Skifahren, ich war voll fit. Also. Und dann sagt er noch zu mir, André, das brauchst du nicht, den Gesundheitscheck. Komm in 7, 8 Jahren wieder,
wenn ich dich, wenn ich anschaue und deine Blutwerte und alles zusammen, das ist alles top. Da bin ich aber hartnäckig und habe gesagt, nein, ich will jetzt einen Gesundheitscheck. Ich will das, ich schenke mir das persönlich auf den Geburtstag und ich will jetzt das. Ob du willst oder nicht, ich will. Und er hat sich dann überreden lassen und hat mir den Gesundheitscheck geschenkt. Also einfach gemacht. He. Und während dem Check habe ich gemerkt, dass auf einmal die Leute ein bisschen nervös werden in dem Raum. Und ich hatte da so Masken an und Trumpet. Und da hinten ist ein Apparat, der hat aufgezeichnet und auf einmal hat das ein bisschen mehr ausgeschlagen und die sind immer nervöser geworden und dann haben sie ihn geholt und dann hat er das angeschaut und da ist jedenfalls Übung abbrechen, sofort langsam runterfahren, es zeigt etwas an, was nicht so gesund ist. Hat mir aber nicht Angst machen und gesagt, hör, du hast irgendetwas am Herz. Es kann nichts Schlimmes sein, weil du hast keine Symptome. Aber wir tun das näher untersuchen lassen in der Herzkatheteruntersuchung im Kantonsspital St. Gallen. Bin ich angemeldet worden, bin dort auch gegangen und da hat mich dann der Chefarzt untersucht und hat gesagt, schauen Sie, es geht eine halbe Stunde und Sie kommen ohne Symptome zu mir, das ist eine kleine Geschichte, vielleicht haben Sie eine kleine Verengung in einem Herzkranzgefäß. Das tun wir an dieser Sitzung beheben und dann sind Sie wieder wie 20. Ja, ist gut. Eine halbe Stunde später sagt er zu mir, Sie haben da super mitgemacht. Ich habe natürlich nicht verstanden, weil ich schon nicht ums Kochen gegangen bin. Und er ging das jetzt in einem Film anschauen, das Ganze, und dort mit mir eine Besprechung machen. Und da ist er zu mir gekommen und sagt, Sie einige, Sie sind ja vorgängig, haben wir mit Ihnen viel Gespräch gemacht, was alles können Sie, für, bis zu Bypass-Operationen. Aber das war weit weg von mir, also gar nicht. Ich brauche nur einen kleinen Stand und dann ist es behoben. Und dann sagt er zu mir, einige ihres Herz ist in einem miserablen Zustand und ihre Lebenserwartungen, ich muss das Ihnen sagen, liegen zwischen 7 bis 10 Tagen. Und ich denke, der Arzt ist, ja, irgendetwas nimmt er, aber entweder zu wenig oder zu viel. Es kann doch nicht sein. Ich habe 10 Tage vorher die Ilgen erworben und der sagt mir, ich sterbe in ein paar Tagen. Das war tatsächlich so. Er hat mir das aufgezeigt. Ich habe 3 grössere Herzkranzgefäße gehabt, die betroffen waren, also im ganzen 5, aber 3 grosse. Und das eine hatte einen 100%igen Verschluss gehabt. Und das hätte eigentlich einen Herzinfarkt auslösen mit Herzschaden. Ich hatte nichts gehabt. Die mittlere grössere Arterie war zu 75% verschlossen. Und dann war die rechte grössere Herzarterie 95% zu. Und in den nächsten 7 bis 10 Tagen hat er die Diagnose gestellt, wäre das zu 100% zu. Und das hätte einen Herzstillstand verursacht und meinen Tod bedeutet. Ja, das war Hammer. Und dann bist du operiert worden, man hat 5 Bypass. Ich hatte 5 Bypass, ich hatte noch 2 kleinere Verschlüsse gehabt, ja. Da hat man dann alles behoben mit 5 Bypass. Und ich habe die Operation sehr gut überstanden. Und ich mag mich aber auch gut erinnern, als ich an die Operation bin. Wieso auch immer, vor dem Operationssaal habe ich zu Gott gebetet, dass ich das überstehen darf. Und das, ja, das ist wirklich sehr gut gegangen. Obwohl du eigentlich zu Gott keinen Bezug hast oder einfach den Tag brauchen können. Es ist ja so früher noch zu Gott. Also ich habe gewusst, es gibt einen Gott. Aber mit ihm habe ich eigentlich nichts zu tun gehabt, außer ich hatte ein Problem gehabt. Dann habe ich schnell gebetet und dann ist er dann wieder weitergegangen. Aber dann habe ich ihn dann wieder nicht mehr gebraucht. Oder? Und wenn das nächste Problem gekommen ist, wo ich eigentlich wenig hatte, ja, hat man vielleicht wieder an Gott gedacht. Du bist nachher eigentlich recht schnell wieder körperlich fit gewesen, hast nach der Reha wieder wollen anfangen oder hast auch wieder anfangen arbeiten und dann hast aber irgendwann hat sich Psyche gemeldet. Ja, mein Hausarzt hat mich dann einmal gefragt, sagte, du André, wie geht es dir eigentlich? Dann sage ich, du Paul, echt, ich bin ein 7-Sieg, nicht? Das ist gewaltig. Ich bin an die Operation her, wie andere gehen die Zahnstein entfernen und jetzt ist erledigt, jetzt bin ich wieder topfit und mache weiter.
Und dann sagt er zu mir, genau das gefällt mir nicht an dir. Wann willst du das Ganze verarbeiten? Er sagt, Paul, das ist schon erledigt. Das liegt hinter mir. Was schaust du da nach hinten? Schau nach vorne, wir gehen vorwärts. Er sagt, ja, wir gehen vorwärts, aber etwas ist nicht gut. Du bist wirklich ein Alpha-Tier, aber auch du hast eine Psyche. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, mit der Psyche, das ist ja das Thema. Oder? Die Psyche ist labile da und so, das sind alles Lappen, die kannst du mit, so etwas, nein, das ist weit von mir weg. He? Mit dem muss man nicht kommen. Das ist erledigt und jetzt geht es vorwärts. Und ja, da hat er aber ein Stück weit recht bekommen. Du hast so einen Spiegelmoment gehabt, nenne ich jetzt an, so hast du mir erzählt. Ja, am Morgen bin ich mal ins Bad und dann schaue ich so in den Spiegel nach dem Duschen und dann sehe ich meine relativ grössere Narbe, wo mein Brustbein ist oben angeschnitten worden. Und dann denke ich so für mich, hey, die haben dich aufgeschnitten. Aber ich habe ja gewusst, dass mein Thorax sich eine Thoraxöffnung hat. Aber das Aufschneiden, das hat irgendetwas gemacht in meinem Kopf und ich kann es nicht erklären, wieso ich so ein Weichei war. Und das hat meine Psyche beschäftigt. Und immer wieder, hast du gesehen, die haben dich aufgeschnitten. Und dann ist die Psyche mit mir den Lift abwärts gegangen. Und das hat einfach nicht mehr aufgehört. Das ist nur noch abwärts. Und ich bin dann zu meinem Hausarzt, der ihm das gesagt hat, sage ich, Paul, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Ich bringe es fast nicht über die Lippen, aber psychisch geht es mir, glaube ich, nicht gut. Dann sagt er, aha. Sage ich, ja, weißt du was, es ist nicht lustig. Ich finde es nicht mehr lustig. Am liebsten würde ich eigentlich nicht leben, aber ich weiß nicht, ich bin völlig kaputt. Und dann sagt er, ja, was meinst du, wir müssen dich einliefern in eine Psychiatrie? Und dann sage ich, kannst du dir vorstellen, in eine Psychiatrie, ich und in eine Psychiatrie. Da bin ich vorher da weg und du wirst mich nicht mehr sehen. Also das gibt es nicht. Dass der Heiniger in eine Psychiatrie geht, das kannst du vergessen. Und ich habe ihn wirklich viele, viele Jahre gehabt. Und er hat mir ein Angebot gemacht. Er sagt, André, lass, ich helfe dir. Einerseits als Arzt, andererseits als Freund. Ich werde dir ein Medikament verschreiben, wo deine Synapsen im Hirn wieder ein bisschen dort richtig steuern. Und für mich völlig suspekt war. Und hat mir ein Medikament mitgegeben und ich soll die nehmen. Und das werde ich mir helfen. Ich bin dann heim. Ja, typisch, oder? Wieder für mich. Ich habe gesagt, lass mal, Medikament. Ich brauche kein Medikament. Ich habe die Medikamente weggerührt und habe zu mir selber gesagt, entweder bist du stark genug und überlebst, und sonst bist du schwach und stirbst. Das ist. Und das hat nachher schlussendlich auch geändert in Suizidversuche. Genau. Ich bin so tief gefallen, dass ich habe dreimal versucht, mit meinem Leben ein Ende zu setzen, weil ich habe den Sinn verloren vom Leben. Und wenn früher mir jemand gesagt hat, der hat den Sinn verloren vom Leben. Aber ich kann euch wirklich sagen, wenn der Sinn vom Leben, weiss ich heute, du kannst ihn verlieren. Und es macht dir nichts aus, in dem Moment in deinem Leben ein Ende zu setzen. Weil du willst das. Du wartest auf das. Ich habe das zweimal probiert. Einmal habe ich gedacht, mit dem Auto, mit einem Lastwagen, mit Vollgas wäre super gewesen. Da hatte ich noch einen super Sportbolide. Und im letzten Moment, und ich hätte nicht wollen, den kleinen Finger zwischen deinen haben, habe ich an den Chauffeur gedacht. Und der hat mir leid getan und hat das nicht vollzogen. Und zweimal habe ich probiert mit Alkohol und mit dem Medikament. Und das eine Mal war es, da mag ich mich erinnern, habe ich gewusst, ich werde jetzt einfach einschlafen. Und in meinem Leid ein Ende setzen. Wo ich aber hergehe oder so, da habe ich mir nicht Gedanken gemacht. Und ich weiß, ich bin eingeschlafen mit dem Bewusstsein, das war es gewesen. Am Morgen mache ich so meine Augen vorsichtig auf und habe also für mich gedacht, wo bin ich? Und ich bin immer noch in meinem Schlafzimmer. Nein, dann bin ich so verrückt worden. Jetzt bin ich immer noch da.
das, echt, das ist jetzt, es hat nicht geklappt, oder? Und das hat mich aber verrückt gemacht, weil ich habe gedacht, jetzt habe ich es hinter mir. Das Leiden, das nicht mehr mögen, das völlig fertig sein. Und es ist eigentlich noch nicht mal der Tiefpunkt, sondern zudem ist dann auch noch beruflich eine Krise auf dich zugekommen, wo du schwer enttäuscht worden bist. Genau, das Ganze in dieser psychischen Geschichte hat dann zu dem, wie soll ich sagen, zu dem hergeführt, dass ich im engsten Kollegenkreis, also wirklich Top-Freunde, haben gewusst, was die ILGE für einen Wert hat, was ich gezahlt habe. Und da hat man dann probiert, in der Zeit, in der ich nicht fit war, die ILGE kaputt zu machen. Man hat es auch geschafft. Und ich habe das nochmal ein bisschen besprochen mit meinem Hausarzt. Und er hat gesagt, du verkaufst sie wieder genauso, wie du sie gekauft hast. Und ich habe einen Makler beauftragt. Und hochprofessionell haben wir die auf den Markt gebracht. Bis er eines Tages zu mir gekommen ist und gesagt hat, die ILGE ist nicht mehr verkäuflich. Da wird so viel dummes geredet vom Verkaufspreis, weil im Grundbuchamt ist gestanden 1,1 Millionen. Ausgeschrieben ist sie für 1,650, glaube ich. Das war auch der wahre Preis vom Kauf. Aber da hat einfach die neue Küche noch mitgespielt, wo mit 650'000 Franken, wo dort nicht erschienen ist im Grundbuchamt. Und tatsächlich war es so, es hat Leute gegeben in der Immobilienbranche oder auch im Bankensektor, sage ich mal. Da kann man es einstufen als Wirtschaftskriminell. Sie haben das so weit gebracht, dass man die ILGE nicht mehr hat verkaufen konnte. Also der Makler ist an einen Punkt gekommen, man hat die ILGE nicht mehr verkaufen. Da sind Zahlen angeboten worden. Das war lächerlich. Ich mag mich auch erinnern, meine Eigentumswohnung war geschätzt für 850'000 Franken und man hat geboten 245'000. Und so ist das, habe ich dann leider ja, müssen einen Privatkonkurs über mich gehen lassen. Weil jetzt hat alles auf mich geschaut. Das ist, würde ich niemandem mehr empfehlen. Vielleicht im Hochmut von mir, aber auch im Umfeld von Treuhänder musste ich eigentlich einen Vorwurf machen. Hey, man hätte schon lange eine AG oder eine GmbH machen. Aber ja, die Leute haben da fertig gebracht, hat das nie geglaubt und ich habe die Leute auch gehasst. Mhm. Weil die haben mein Lebenswerk zerstört. Von lauter Gier. Die sind alle schon mehrfache Millionäre gewesen. Du selber bist nachher mit zwei Koffern da gestand am Schluss und bist dann aus der Not aus irgendwo auch zu deiner Schwester und ihrem Mann ins Aargau gezogen. Und dort hast du angefangen, in eine Kirche zu gehen, aber nicht am Sonntagmorgen Gottesdienst, sondern am Nachmittag zum Betten. Wie ist das gekommen? Ja, es war so, ich habe bei meiner Schwester Unterschlupf gefunden. Und Sonntag war mir langweilig. Dann bin ich mit einem Damenvelo bin ich Velo fahren wie einem Pikten. Früher bin ich Sportwagen gefahren wie einem Pikten und so Velo. Und dann bin ich in Sur, heisst die Ortschaft, glaube ich, Sur, in einem Hügel oben hat es einen Kiel gehabt. Und dort bin ich immer so gelandet, am Nachmittag um 3, 3:30. Und das war für mich passend gewesen. Da bin ich in die Kiel. Einerseits im Sommer war es mega heiß gewesen, und in dieser Kiel war es mega kalt, kühl gewesen. Und ich bin dort und habe gebetet für mich, dass ich das Leben wieder auf die Reihe bekomme und dass ich Kraft bekomme. Wieso, dass ich dabei gebeten und mit Gott geredet habe, kann ich nicht beantworten. Aber ich habe einfach keine Leute um mich herum vertraut. Ich musste allein sein. Und, ja, es hat mal dort so eine Situation gegeben. Wahrscheinlich haben sie in dieser Kirche ein Fest gehabt und dann sind sie noch Blumen abgeräumt nachher und Sachen geholt. Und ich habe gedacht, ja, das müsste auch nicht sein, ich möchte allein sein. Aber ja, und dann, lustigerweise, ist enge Freunde von mir, haben mir dann mal ein Telefon gemacht in Aargau und haben gesagt, du, wie geht es dir eigentlich, was machst du? Und die Frage war noch lustigerweise, gehst du in eine Kirche? Ich denke, gehst du in eine Kirche? Wieso interessiert das auf einmal jemand, ob ich in eine Kirche gehe? Dann sage ich, ja, ich gehe in eine Kirche. Und sie hat dann so nachträglich zu mir gesagt, da habe ich gedacht, hoffentlich geht er in die Richtung. Ja, ich war halt in einer falschen. Aber
ich war in einer Kirche, ich habe dort gebetet. Und dann sagt sie so zu mir, André, meinst du nicht, ein Glaubensgrundkurs wäre es richtig für dich? Dann denke ich so für mich, Glaubensgrundkurs, hey, ich habe schon viele Kurse gemacht. Aber ein Glaubensgrundkurs? Dann habe ich gesagt, weißt du, wenn du mir das sagst, ich mache das. Ich vertraue dir. Weil das sind nur die einzigen Leute, denen ich vertraue. Und lustigerweise ist x Jahre vorher haben sie mir mal eine Bibel geschenkt, aber viele, viele Jahre, 10 Jahre vorher, eine Bibel geschenkt, die ich wegtue in meiner Eigentumswohnung, super schön in eine Glasvitrine gestellt. Jeder hat da gesehen, dass ich eine Bibel habe. Drin gelesen, nicht eine Silbe, aber top ausgestellt. Also Gott, erster Platz. Und nachher, die Bibel, ich habe so viel ja nicht mitnehmen, aber die Bibel ist mitgekommen, ich sage auch. Und die Bibel ist noch der Mikro im Glaubensgrundkurs. Und die waren eigentlich erstaunt. Das sind der Dr. Professor Armin Murhofer hat er geleitet mit dem Matthias Kadolfer. Und für mich ein bisschen ungewohnt, daheim in einer Stube. Das war für mich ein bisschen suspekt gewesen. Aber die waren erstaunt, dass ich mit der Bibel komme. Einer, der überhaupt noch nicht das Wort Gottes gehört, der kommt mit der Bibel daher. Ja, weil sie haben ja eine an der Botte, sagen ja, eine eigene. Das Erscheinungsbild hat passt. Ja, genau. Was hast du in dem Kurs denn gehört? Eigentlich das, wo viele Leute ja interessiert. Was passiert in meinem Leben? Was ist der Sinn? Wo gehe ich mal her? Ja, woher komme ich überhaupt? Es interessiert eigentlich viele Leute, aber sie interpretieren das einfach anders. Und dort habe ich dann das erste Mal so richtig gehört vom Jesus Christus und das Kreuz, was er für uns tut. Ich habe Kreuz, ich habe das gekannt, als Modeschmuck oder im Berg oben hast du die Kreuz auch gesehen. Aber ich habe doch mir nie Gedanken gemacht, was das bedeutet. Und dort haben die in 6 Übungen das so klar erzählt. Dann habe ich Jesus Christus und das Kreuz verstanden. Dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, ist er auf die Welt gekommen, hat sich so weit runtergelassen, ist auf die Welt gekommen zu uns, eigentlich als Retter, und ist ans Kreuz und hat sein Leben gegeben, das eigentlich ich müsste geben, hat für meine Sünden gezahlt, hat mich eigentlich so durch das rein gemacht, wenn ich mit ihm unterwegs bin und ihn aufnehme, und ja, dass er auch auferstanden ist, oder? Das ganze Bild hätte ja müssen irgendwo zusammenkommen. Also für mich war das schlüssig, das ist für mich immer, egal in welchem Lebensbereich, am Schluss hätte es schlüssig sein und nachvollziehbar und dann konnte ich es versorgen und sagen, das kann stimmen. Am Schluss musste ich sagen, wenn ich den ersten 4 Worten in der Bibel glauben kann, dann kann ich auch den Rest glauben. Am Anfang schuf Gott. Und das war bei mir so. Ich habe dann angefangen, Bibel zu lesen. Und ich habe lustigerweise am 6. Abend ich sagen, boah, jetzt weiß ich wieso. Ich weiß wieso, dass ich alles verloren habe. Weil mein Rucksack voll Sünde, der ist so schwer, der drückt einfach in den Boden rein. Abgeben, sofort. Und ich bin dann zum Armin Murhofer und habe gesagt, Armin, ich habe es verstanden. Und zwar habe ich es perfekt verstanden. Ich wollte sofort einen Termin für eine Bekehrung. Ich habe ein völliges Ziel verfehlt. Und dann war er erstaunt, hat sich aber auch gefreut. Und sagt, ja, schau, wenn er mal Zeit hat. Dann sage ich, aber schnell. Schnell, ich habe nicht lange Zeit. Das tut mich jetzt so beschäftigen. Und ich konnte dann wirklich schnell können bei ihm im Studierzimmer. Haben mich dürfen bekehren. Und ja, das war eine Wendung in meinem Leben. Und was aber dazu kam, ist, ich habe gemerkt, ich brauche eine Taufe. Ich habe das fast nicht mehr erwarten, weil wir haben im Hallwilersee Taufe gemacht. Ja. Und das war dann immer so im August gewesen. Ich habe mich am 3. Dezember 2015 habe ich mich, bekehrt. Am 21. August 2016 habe ich mich taufen lassen. Am 1. Dezember 2017 habe ich geheiratet. Also du siehst, was Bekehrung verursacht. Und
für mich war das immer noch das Bild, oder? Die Sünde. Ich habe zwar Jesus Christus aufgenommen in mein Leben und habe mein Leben ihm übergeben und er soll das führen. Aber die Taufe war für mich mega wichtig. Ich habe gemerkt, die Sünden müssen ersoffen werden. Und bei so einem Sünder, da braucht es einen Halwilersee. Also, da langt nicht irgendein Dorfbecken. Oder? Und das war dann so. Und die Taufe, die abgeschlossen war, ist Frieden in mein Leben gekommen. Und ja, wie geht es nachher weiter, war dann das Thema. Nach der Bekehrung, nach der Taufe, ja, du gehst in eine Gemeinde. Für mich war das noch ein bisschen komisch in einer Gemeinde. Und dann ist die Gemeinde ist in einem Saal, da bin ich die Stege raufgelaufen, bin jetzt immer knistert und so. Und ich dachte, ja, das ist am Anfang noch ein bisschen komisch. Und ich bin sehr erzogen worden in meiner Jugend, dass Fischli oder Zeugen Jehovas und all diese Sachen, das sind Sekten. Da musst du schauen, dass du ja nie reinkommst. Das hat sich aber eingebrennt bei mir. Und bin ich auch nie reingekommen. Und dann komme ich in die Gemeinde, laufe ich am Büchertisch vorbei. Dort hat Armin Murhofer scheinbar gerade die Gelegenheit gehabt, seine ganzen Bücher zu präsentieren. Und was sehe ich da auf dem Titelbild? Fischli. Fischli? Das gibt es ja gar nicht. Wo bin ich? Da ist nochmal ein kurzes Aufflackern von ach, komisch, ey. Nein, ei, André, pass auf, oder? Und da hat sich dann geleitet und ich konnte das auch ablegen und dann gemerkt, ich bin am richtigen Ort. Hat dir Jesus Christus geholfen, dass du dich versöhnen konntest mit deiner Geschichte? Sehr. Also ich habe dann gelernt, in dieser ganzen Laufbahn, also wenn man dann eine kurze Laufbahn in meinem Glauben, dass man eigentlich den ärgsten Feinden muss vergeben muss. Und das ist mir gelungen. Weil ich war so weit, da kommst du Mordgedanken über gegen solche Leute, wo dein Leben zerstört hat. Oder? Und es eigentlich nicht nötig hat. Und ich konnte das wirklich ablegen. Und ich kann auch darum beten, dass ich das in meinem Hirn löschen kann. Das finde ich den Frieden nicht. Oder? Und heute ist es so, ich habe diesen Menschen vergeben. Und ich weiß, ich muss nicht selber richten, Gott wird richten. Was begeistert dich an Jesus Christus? Kannst du vielleicht da noch etwas dazu sagen? Er hat dazu geführt, dass ich eigentlich das gesamtheitliche Genuss kennengelernt habe. Also er hat auf diesen 17 Punkten hat er noch x 100 Punkte vorgerührt. Jesus Christus hat mir wieder ein Leben geschenkt, hat mir einen Sinn gegeben, hat mir aber auch einen neuen Weg gezeigt. Und ich weiß heute, dass er real ist und da ist. Und ja, sind wir doch mal ehrlich, wenn jemand eigentlich das grösste Weltwunder kann auf dieser Erde bewerkstelligen von einer Wiederauferstehung, ich weiß nicht, mehr hätte Jesus Christus ja nicht können machen, weil wenn er ja nicht auferstanden wäre, da könnte man eigentlich alles vergessen, was wir da lesen oder glauben. Und so Gedanken helfen mir heute auch im Glauben. Und es hat auch Leute wo in meinem Umfeld, die mich belächeln und so. Aber wenn man doch ein bisschen Kernbohrungen macht mit diesen Leuten, dann kommen sie dann schon in Zweifel und fragen sich, bin ich denn wirklich richtig unterwegs? Oder bin ich denn mal gerettet? Weil jeder will... Wenn er dann im Himmel ist, es reden alle, ich komme in den Himmel. Und jeder will das. Und wenn man ihnen dann ein bisschen erklärt, um was es geht, und da habe ich fest gemerkt, dass eigentlich, 90% unserer Bevölkerung hätte einen Glaubensgrundkurs, müsste einen Glaubensgrundkurs absolvieren. Ich weiß nicht, bietet dir das da, dann wirst du ausgebucht sein für die nächsten 10 Jahre. Aber das ist schon, Jesus hat mir den Sinn gegeben, hat mein Herz buchstäblich, nicht nur wegen der Herzoperation, hat er ausgewechselt. Also heute mache ich immer so einen Witz, ja, ich habe gerade ein neues Herz bekommen.
Es muss mit Liebe gefüllt sein. Ich war sicher schon immer ein Mensch, der gerne hat und geschaut hat, für andere und gemacht hat. Aber das war eigentlich meine grösste Veränderung, den Frieden zu finden, den ich nicht mehr hatte. Weil genau das war der Punkt, ich hatte keinen Frieden mehr. Und das hat zu diesen Suizidgedanken geführt. Ich war nur noch ein Ketzer. Und ja, das hat Jesus verändert. Und dafür kann ich nur ihn loben und preisen und danken sagen. André, ich finde, das ist ein super Schlusswort. Ich mache da, glaube ich, auch einen Doppelpunkt. Ich danke dir, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Geschichte vom Spitzenkoch über eine Ruin zum vollen Genuss. Ich glaube, es hat einen Applaus verdient, deine Geschichte. Danke. Merci. Also so applaudiert hat nie jemand bei 17 Punkten, weil ich kurz Nachtessen. Sehr gut. Wir haben hier ein kleines Dankeschön für dich. Das ist natürlich ja. Etwas zum Geniessen. Kambod Pfeffer, da haben wir als Kirche noch einen speziellen Bezug dazu. Diese Geschichte erzählt der Christoph Amann dann sehr gerne, wenn er mal zusammenhockt. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank, André. Ich danke vielmals. Und was mich mega begeistert hat an eurer Gemeinde ist, wie wir begrüßt worden sind, die Herzlichkeit, aber auch die ganze Vorbereitung. Ich mache relativ viele Talks und ich muss euch ein besonderes Kompliment machen für die ganze Deko, in jedem Detail, ob dort das Schlagbiel da oder da. Also die Leute, die das gemacht haben, 20 Punkte kommen. Sehr gut, vielen Dank, André. Danke.